Fürchtet nicht länger ihre lasterhaften Verschwörungen. Sie können der Welt nicht mehr schaden. Sie können der Welt nicht mehr schaden. Bürger, fürchtet nicht länger ihre lasterhaften Verschwörungen. Sie können der Welt nicht mehr schaden. Ja, Bürger, fürchtet nicht länger ihre lasterhaften Verschwörungen. Sie können der Welt nicht mehr schaden. Es ist die Weisheit, vor allem, die unsere schuldigen Feinde aus der Republik vertreiben will. Lasst uns großzügig sein zu denen, die gut sind. Barmherzig zu den Unglücklichen. Und lasst uns großzügig sein zu denen, die gut sind. Mutterkornpulver. Führt zu Halluzinationen. So wird er als Irre erscheinen. Nun müssen wir ihn nur noch gefährlich aussehen lassen. Die Namensliste. Sie muss in die richtigen Hände gelangen, anonym. Wenn unsere Verwicklung auffliegt, weiß Germain Bescheid. Überlass das nur mir. Bürger, fürchtet ihre lasterhaften Verschwörungen nicht länger. Sie können die Welt nicht von der Brust ihres Schöpfers nehmen, noch die Reue aus ihren eigenen Herzen. Ihr, die ihr im Elend lebt, hebt eure beklagenswerten Häupter. Ihr dürft eure Augen wieder straflos den Himmel erheben. Die Helden des Landes, eure großzügige Hingabe ist keine tollkühne Torheit. Die Schergen der Tyrannei vermögen euch vielleicht das Leben zu nehmen, aber sie haben keine Macht, euch vollständig auszulöschen. Menschen, wer auch immer ihr seid, ihr dürft wieder gut über euch denken. Ihr könnt euer flüchtiges Leben wieder Gott und der Unsterblichkeit widmen. Die Natur soll ihre Großzügigkeit zurückgewinnen und die Weisheit ihr Reich. Das höchste Wesen ist nicht zerstört. Lasst uns nur abhängig sein von unserer Konstanz und unserer Ziele. Lasst uns ernsthaft und diskret in all unseren Überlegungen sein. So wie Männer des Interessen der Gattung der Welt. Unsere Tyrannen sein. Unbeirrbar.
in der Hitze der Gefahr, geduldig in unserer Arbeit, fürchterlich bei Rückschlägen, bescheiden und wachsam im Erfolg. Die Natur soll ihre Großartigkeit. Du kannst sie nicht einfach tun, wie es dir beliebt. Das höchste Wesen ist nicht zerstört. Lasst uns nicht auf ungetrübten Wohlstand hoffen, auf Triumph ohne Anstrengung. Seht euch den eitlen Fasker an, Kult des höchsten Wesens aller Seelen in Gang bringen. Bürger, fürchtet ist ihre Last daran. Es ist die Weisheit vor allem, die unsere schuldigen Feinde aus der Republik vertreiben will. Der Weisheit allein obliegt es, den Wohlstand von Imperien dauerhaft zu gewährleisten. Nur sie! Eine Liste der Feinde der Revolution? Das sind fast 50 Namen. Doch der geht jetzt wirklich zu weit. Da tobt der Fuchs im Hühnerhaus. Die armen Hennen. Und nun? Wir warten. Das dauert nicht lange. Wenn Robespierre die Unterstützung des Volkes verliert, ist der Germain nicht mehr von Nutzen. Und wenn Germain ihn fallen lässt... Ist er verwundbar. Gehen wir. Good.